Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Okay, wir gehen mal als Burg rein. Haben wir jetzt eine ganze Weile nicht gemacht. Nova. Stark. Stark. Auch stark, auch stark. Pyro auch stark. Wir können nicht alles haben, das steht fest. Nimbus brauchen wir aber für die Bosse. Wenn wir die Crablords rausnehmen, können wir die Schleime mitnehmen. Das ist gut. Dann können wir auch mit den Pyros arbeiten. Machen wir. Genau so machen wir das. Schicken Schnecke rein. In letzter Zeit spielen viele Leute Fiesta. Und ich habe auch keinen Bock auf die Profile zu gucken. Klar, das könnte ich machen, will ich aber nicht. So, ich bin ready. Oh, gegen den habe ich schon mal gespielt. Also gegen dieses Symbol zumindest. Ich habe keins. Weil ich keine Gilde habe. Oder kein Clan. Stecke rein. Fürst des Todes, Level 1. Welle 1. Interessant. Das heißt, da hat jemand Auszahlung genommen. Sonst ist das gar nicht möglich. Und wir müssen die ersten Waves gar nicht schicken. Wir können da ganz entspannt bleiben, weil da passiert nichts. Ja. Wo wir gerade bei ganz entspannt sind. Ja, ich schaue die Schnecke mit raus, weil das einfach Sinn macht, das Einkommen jetzt noch mitzunehmen. Wenn ich jetzt schon mal das Mythium gesammelt habe. Aber es keinen Sinn macht durch den Fürst des Todes, komme ich eh nicht durch. Wie lange hält der? Ich glaube bis zur 7. Also 5 hält er locker noch. 5 hält er locker. Und bei der 6 muss man dann halt noch was hinstellen. Bleibt erstmal bei den Seeschlangen. Jetzt habe ich schon 40 zusammen. Da haue ich die Echse rein. Weil es einfach fürs Einkommen Sinn macht. Ist einfach so. Jetzt können wir noch ein Upgrade reinknallen. Ich nehme den Magieangriff. Weil wenn ich verkacke mit meinem Flächenschaden, ist es wahrscheinlich, dass es viele sind mit wenig Leben. Dritte Seeschlange schon gebaut. So. Ist auf jeden Fall vernünftig, das so zu machen. Der wird nicht mehr rausgehen. Nee. Horizon.
Die Turtle ist mein Worker. Wie sieht es hier drüben aus? Kam mit Blut an. Ja, das Piratenskelett. Der kann sich halt auch erstmal entspannen mit seinem Fürsten da. Gucken wir mal. Double Piratenskelett. Und eine Bazooka noch. Das ist nicht schlecht, da hat er schon einen voll. Beziehungsweise den hat er auch schon voll gehabt und schon abgegradet. Dann stellen wir mal an die Seite. Den stellen wir mal an die Seite. Den mache ich dann zum Zeus. Ja, der Hermit nervt natürlich. Einer ist durchgekommen. Damit kann ich leben. Ah, die sind kacke. Also klar, keine Verteidigung ist gut. Aber magischer Angriff ist... Das bringt hier gar nichts bei dem Fürst des Todes. Deswegen machen wir weiter Aufwertungen. Auf 9 könnte ich gehen. Auf 9 können wir die ein bisschen nerven und den. Fürst des Todes eventuell auch. Ja, baut sich schön deine Kingpins auf, das ist auch wichtig. Ja, doch mehr zu tun gehabt, als ich dachte. So, Doppelaufwertung. Noch einen dritten. Ja, kann rein theoretisch einen verkaufen, um dann die anderen abzugraden. Weil die auch 90% wieder zurückgeben. Und ich glaube, das macht ja nächste Runde. Ich glaube, das macht er nächste Runde. Sanddachs. Ja, es wird interessant. Na, du Mietz, willst du hoch? Komm. Na komm hoch. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Das habe ich mir doch gedacht, ja.
Das ist ärgerlich. Shutdown wegen einem Kanonier. Und dabei ist er gar nicht so weit vorne. Ja, Mizi. Da will man hier einfach nur zocken. Und jetzt ist man besetzt von der Katze. Ja, du kleine Miet. Du hast es schön bequem, ha? Den besten Platz im Haus. Ja. Oh, die Schützen, die schnell down. Seeschlange auch weg. Bonus Gold. Nutzen wir erstmal aus, klappt den King auf. Ja, wir könnten auf 11 oder 12 gehen. 11 sieht natürlich jetzt schlechter aus. Er hat nur Seeschlangen. Jetzt schicken. Ich hab verkackt. Auch 200 Cent. Ja, zum Glück ist der King schon fast voll. Das passt schon. Dann nehmen wir die eine Stecke noch mit, die noch mit rauskommt. Ja, der ist schon tot. Er hat ein Hades schon. Ach du Scheiße. Ja, dagegen kann ich nichts machen. Noch nicht. Nehmen wir den mit. Elementare wieder aufwerten. Da
Dann werden wir hier ein bisschen aufwerten. Yes, my lord. Dass unsere Tankfrontline noch mal ein bisschen fetter ist. Not enough mit you. Ja, das nehmen wir mit. Scheiße, ich habe die ganze Kohle rausgeballert. Das habe ich natürlich vergessen. Naja, es ist auch schon spät. Das wird wohl die letzte Runde sein für heute. Könnt ihr noch upgraden? Machen wir einen King vollen Schluss, Alter. Der macht wirklich nur Seeschlank. Nur. Hier ganz schön rein. Warum schießt du in jeder Runde Kacke? Und Petri, der bringt doch gar nichts. Schickt doch Stich. Auch Stich. 17 ist eine gute Wave für uns. Yes, my lord. Consider it done. Wir müssen die Worker mitnehmen. Die einzige Wave, die Stich noch hat, die dir noch was bringt. Die anderen Waves bringen dir nichts. Also sollten wir die auch nehmen. Ah, nee. This will be like fire with fire. This, what are you, my bone stick? Wir werden den mal zum Zeus auf und nehmen einen Worker mit. Wir brauchen auch lustige Sens, um durchzukommen. Ja, das ist ja erstmal nicht verkehrt. Dann willst du wahrscheinlich für nächste Runde fett machen. Gehe ich mal von aus. Wir rollen mal. Schwein, das braucht ich. Das Schwein ist wichtig. Genau deshalb werde ich das Schwein auch hinsetzen. Go with the flow.
weil ich das jetzt gut gebrauchen kann für meine Pyro- und Flächenschaden-Kombination. Aber da, was ist denn das für ein Bild? Nur Seeschlangen. Ist halt schon krass, ne? Er hat nur Seeschlangen. Ich muss eigentlich auch noch Stich reinknallen. Den Stich noch mit. Damit Blut noch mit rein. Das reicht. Gegen die fetten Tanks würde zwar ein Voreis was bringen, aber ich setze einfach darauf, dass der Stichschaden stark genug ist, um die auszulöschen. Was ist da ein Turtle drin? Sieht gut aus. Die sind down, aber wir werden es auch nicht schaffen. Moment! Knapp. Schade, schade, schade. Auf den Sens kam es aber an. Kommt er her? Mexiko? Und kann Deutsch? Hm, nicht schlecht. Vielleicht hat es auch nur so eingestellt, wer weiß. Naja, so weiter ohne Dietschen. Schaut gerne mal an, wie das vorbei ist. Lasst ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.